Wer sich mein letztes Video über den russischen BMPT angesehen hat, der weiß genau, dass der Panzer zu Recht den Spitznamen Terminator trägt. Wir haben die unglaubliche Feuerkraft und seine Fähigkeit, fünf Ziele gleichzeitig zu bekämpfen, in einem Video in Frontnähe demonstriert bekommen. Gleichzeitig konnten wir in dem Video erkennen, dass er an einer Baumgrenze bei einem Wald ukrainische Stellungen angegriffen hatte, obwohl er eigentlich für das urbane Gebiet entworfen wurde. Zudem erklärte ich die Schwachstelle des Panzers, und zwar seinen Turm, welcher so gut wie gar nicht gepanzert ist und ein leichtes Ziel darstellt. In den letzten Tagen gab es immer wieder vermehrt Gefechte an der Front im Abschnitt von Kremina, wo der BMPT Terminator erneut gesehen wurde. Doch diesmal lief es anders, wie dieses Video zeigt. Hier nochmal aus der Sicht einer Drohne. Wir sehen ihn vor dem Abschuss, dann der Abschuss und am Ende natürlich nochmal nach dem Abschuss. Wir haben nun den ersten visuellen Abschuss des BMPT Terminator miterlebt. Doch dazu gibt es Folgendes zu sagen. Im Video mit originaler Länge gab es noch zwei Artillerieschläge links vom Panzer. Der BMPT bewegte sich vor der Explosion nicht. Ebenso wenig im Video, welches wir uns gerade angesehen haben. Ich habe bereits im BMPT-Video erklärt, dass er eigentlich die mechanisierte Infanterie ersetzen soll und somit Panzer unterstützt, indem er zum Beispiel Hubschrauber oder Panzervernichtungstrupps neutralisiert. Zudem fährt er nicht vor den eigentlichen Panzern, sondern hinter ihnen oder neben ihnen her. Er selbst ist also nie die Speerspitze. Im Video sieht man aber weder eine Reaktion der Besatzung auf die Artillerieschläge noch weitere Panzer oder sonst was. Dass der BMPT zerstört wurde, steht außer Frage. Jedoch gehe ich nicht davon aus, dass er besetzt war oder die Besatzung zum Zeitpunkt der Zerstörung am Leben war. Aber das ist ja auch egal. Schließlich zeigt das Video nur, dass auch moderne und technisch aufwendige Waffensysteme zerstört werden können und noch zerstört werden. Und das gilt natürlich für beide Seiten.